Unsere heutige Produktvorstellung, liebe Modellbahnfreunde, möchte ich mit diesem Satz beginnen. Ein Schienenbus kann man nicht anschauen, ohne nostalgische Gefühle zu bekommen. Es handelt sich diesmal um den Uerdinger Schienenbus, den Märklin seit 1955 baut. Sagen wir ganz einfach, eine Legende kehrt zurück. Und bevor wir Ihnen das Modell vorstellen, wieder ein paar interessante Dinge zum Original. Der Uerdinger Schienenbus ist die umgangssprachliche Bezeichnung von Schienenbussen, die von der Waggonfabrik Uerdingen entwickelt wurden. Es handelt sich um dieselbetriebene, zweiachsige Triebwagen in Leichtbauweise mit unter dem Wagen im Fahrgestell eingebauten Dieselmotoren. Die Triebwagen wurden wegen des lauten Fahrgeräusches gerne auch rote Brummer oder rote Flitzer genannt. Schienenbusse werden auch gern als Retter der Nebenbahnen bezeichnet, da durch den kostengünstigen Betrieb mit diesen Triebwagen im ländlichen Raum die Streckenstilllegung verzögert oder verhindert werden konnte. Diese Triebwagen, die sich unter der ländlichen Bevölkerung größter Beliebtheit erfreuten, erhielten, wie kann es auch anders sein, je nach Region schnell Spitznamen wie Fergeltaxe, Blutblase, aber auch Eule ist bekannt. Insbesondere die VT95, spätere Baureihe 795 und der VT98, die spätere Baureihe 798 der früheren Deutschen Bundesbahn, sind mit diesen Begriffen verbunden. Zum Einsatz kamen die Schienenbusse auf für Dampflokomotiv- oder Dieselzugbetrieb weniger rentablen Nebenstrecken. Von 1950 bis 1971 wurden einschließlich aller Lizenzbauten 1492 Triebfahrzeuge gebaut. Inklusive Bei- und Steuerwagen beläuft sich die Gesamtzahl der gefertigten Einheiten auf 3306 Wagen. Bevor wir zu den Digitalfunktionen kommen, wollen wir das Fahrzeug im Äußeren bewerten. Märklin bietet das Modell des VT95.9 gemeinsam mit Beiwagen VB140 an. Der Beiwagen VB140 ist auch kürzer als der Motorwagen. Das Modell hat durch eine gute Detaillierung einen, sage ich mal, doch starken Auftritt. Der Frontbereich des Fahrzeugs ist originalgetreu wiedergegeben. Sehr gut die Gravuren und die Darstellung des genieteten Wagenkasten. Die Bedruckung ist scharf und sauber ausgeführt. Das gleiche gilt auch für die seitliche Bedruckung. Der Motorwagen kommt in Raucherabteilausführung. Das waren dann doch noch gute Zeiten bei der Deutschen Bundesbahn für die Raucher. Sehr gut ist die Darstellung der Gummidichtung an Fensterrahmen und Falltüren gelungen. Sehr schön zu sehen der freie Durchblick im Fahrgastraum. Konstruktionsbedingt ist allerdings der Lautsprecher auch im Fahrgastraum untergebracht und wurde optisch in Blau, in der gleichen Farbe also wie die Sitze ausgeführt sind, versteckt. Das Fahrgestell ist auch gut detailliert wiedergegeben und auch die Bedruckung am Fahrzeugrahmen, wie hier zu sehen, ist absolut scharf und einwandfrei und eigentlich nur mit Lupe zu sehen. Der Triebwagen, wie schon erwähnt, ist mit einem Haftreifen ausgerüstet, an der Kurzkupplung gut zu erkennen die elektrische Verbindung zum Beiwagen. Der Beiwagen VB140 ist, wie schon erwähnt, kürzer als der Motorwagen, kommt in Nichtraucherausführung und zusätzlich ist neben dem Traglastenabteil auch ein Dienstabteil für den Zugschaffner vorhanden. Der Verpackung liegen auch Ausrüstungsteile bei, wie die Kuppelstange vom Beiwagen zum Motorwagen, der die elektrische Verbindung herstellt, und eine zweite Kuppelstange ohne elektrische Verbindung für Mehrfachtraktion. Auch dürfen natürlich nicht die Luftschläuche zum Ansetzen fehlen. Alles in allem macht der Triebwagen VT95.9 mit Beiwagen VB140 optisch einen sehr guten Eindruck.
zu den Digitalfunktionen. Das Modell enthält einen MFX-Decoder mit umfangreichen Geräuschfunktionen, die wir Ihnen anschließend auch gleich vorstellen wollen. Hat einen geregelten Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Motorwagen. Zwei Achsen sind angetrieben, wobei ein Rad mit einem Haftreifen ausgelegt ist. Das Fahrzeug hat eine serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung im Motorwagen und Beiwagen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilichtspitzensignal und zwei rote Schlusslichter am Motorwagen, konventionell im Betrieb digital schaltbar. Spitzenlicht am Führerstand 2 und 1 des Motorwagens jeweils separat digital abschaltbar. Am Beiwagen leuchten zwei rote Schlusslichter je nach Position des Motorwagens. Spitzenlicht, Schlusslicht und Innenbeleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden, LEDs, digital gemeinsam schaltbar. Zwischen den Fahrzeugeinheiten stromführende Kupplungsdeichsel mit Kulissenführung, eine zusätzlich stromlose Kuppelstange liegt für den Einsatz in einer Mehrfachtraktion bei, Wagenführerstände und Inneneinrichtung im Motorwagen und Beiwagen erlauben einen freien Durchblick. Soweit zu den digital schaltbaren Lichtfunktionen. Da dieser Triebwagen, der VT95, auch mit einem Sounddecoder ausgerüstet ist, können wir natürlich auch verschiedene Betriebssituationen akustisch ebenfalls erleben. Die nächste Funktion ist das Signalhorn. Die nächste digitale Funktion ist das sogenannte ABV, die veränderbare Anfahrverzögerung. Wir zeigen Ihnen jetzt das mal am Modell. Wir fangen mit eingeschalteter Anfahrverzögerung an. Die nächste Geräuschfunktion ist der Schaffnerpfiff. Und wenn der Schaffner schon das Fahrtfreisignal gibt zum Abfahren, müssen natürlich vorher noch die Türen geschlossen werden. Und auch dieses Geräusch hat MacLean diesem Fahrzeug spendiert. Unser nächster
Punkt, den wir uns hier mal anschauen wollen bei diesem Fahrzeug, sind die Fahrgeräusche. Das heißt, wir fahren bei diesem Fahrzeug mit der veränderbaren Anfahrverzögerung an. Wir wollen mal sehen, wie die Stromaufnahme des Fahrzeugs ist, fährt es ruckelfrei an und wir erhöhen langsam die Geschwindigkeit und wollen mal auch gleichzeitig prüfen die Rollgeräusche. Hört man das Getriebe, hört man den Motor und so weiter. Und das Gleiche machen wir dann auch wieder rückwärts, weil wir wollen ja auch sehen, ob das genauso funktioniert. So, wir fangen an. Wir sehen also auch hier schon, dass das Fahrzeug sehr sauber anfährt, nicht ruckelt. Das spricht schon mal für eine gute Motor- und Getriebeabstimmung. Und auch die Erhöhung der Fahrspannung wird sauber angenommen. So, und Sie hören auch jetzt bei voll aufgedrehten Regler, dass man eigentlich nur die Rollgeräusche des Fahrzeugs wahrnimmt, aber keine Getriebe- oder Motorengeräusche zu hören sind. Das finden wir schon mal ganz große Klasse. Das Gleiche machen wir natürlich auch jetzt wieder rückwärts. Ja, an dieser Stelle bleibt uns nur eins zu konstatieren, hervorragende Konstruktion, Motoren- oder Getriebegeräusche überhaupt nicht wahrnehmbar. Nach den Fahreigenschaften kommen wir zum nächsten Punkt, zum Geschwindigkeitstest. Hier wollen wir einfach mal überprüfen, wie gut der Decoder eingestellt ist. Wir ermitteln die geringstmöglichste Geschwindigkeit des Fahrzeugs, messen im mittleren Geschwindigkeitsbereich und den Höchstgeschwindigkeitsbereich. Und das ist immer ein ganz spannender Punkt, wo wir auch feststellen können, wie gut der Decoder eingestellt ist. Das Original ist übrigens mit 100 km/h unterwegs gewesen. So, wir fangen an mit der Minimalgeschwindigkeit. Wir sehen das Fahrzeug nochmal hier an der Stelle mit seiner exzellenten Kriecheigenschaft. Ich bin mal gespannt, was die minimalste Geschwindigkeit ist. 1,7 km/h, ein ganz ausgezeichneter Wert. Jetzt kommen wir in den mittleren Geschwindigkeitsbereich. Wir sind gespannt. Der mittlere Geschwindigkeitsbereich ist mit 67,6 km/h erfasst. Und nun wollen wir mal die Höchstgeschwindigkeit testen. 137,0 km/h. Das ist natürlich entsprechend dem Original viel zu viel. Das Original ist mit maximal 100 km/h unterwegs gewesen. Das heißt also 37 km/h zu schnell. Hier kann man dann wiederum in der CV5 die entsprechende Original-Max-Geschwindigkeit eingeben und ist die Welt für uns wieder in Ordnung. Damit sind wir wieder am Ende unserer Produktvorstellung angekommen, liebe Modellbahnfreunde. Und ich möchte auch diesen Satz wieder verwenden: Die Legende kehrt zurück und wir konnten feststellen, sie ist zurückgekehrt und ich bin besser als das, was Sie vielleicht von 1955 kennen. Die Detaillierung ist wirklich ganz wunderbar gelungen. Wir hatten es ja am Anfang schon gezeigt. Es sind viele, viele liebevolle Details eingearbeitet, die diesem Fahrzeug wirklich sehr gut zu Gesicht stehen. Wir hatten es am Anfang schon mal gezeigt mit dem freien Durchblick. Das ist natürlich konstruktionsbedingt, aber ich denke, liebe Modellbahnfreunde, darauf kann man eigentlich, ja, wie soll ich sagen, verzichten, auf dieses kleine
Manko oder kleinen Wermutstropfen, denn was konstruktionsbedingt gemacht werden muss, muss halt gemacht werden. Und somit ragt dieser kleine Lautsprecher natürlich da ein bisschen hinten rein. Aber ich glaube, hier kann man wirklich sehr großzügig drüber wegschauen. Dann haben wir uns mal die Fahreigenschaften angeschaut. Wir haben keine Motoren- oder Getriebegeräusche wahrnehmen können. Wir haben wirklich nur die Geräusche von unserer Anlage gehört. Und auch hier würde ich sagen, ist den Konstrukteuren auch ein großer Wurf gelungen. Und das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man eigentlich nicht die Motoren- und Getriebegeräusche hört. Und wenn wir schon bei Geräuschen sind, die Betriebsgeräusche sind natürlich ebenfalls sehr schön nachgebildet worden, sodass wir also auch hier sagen können, die Legende, die zurückgekommen ist, hat es wunderbar gemacht. Ja, und der Geschwindigkeitstest zum Schluss hat es ja ebenfalls nochmal bewiesen, dass auch hier die Einstellungen so ziemlich korrekt waren, außer bei der Höchstgeschwindigkeit. Das ist ganz klar. Das ist immer etwas schwierig nachzubilden. Aber wie gesagt, in der CV5 kann man natürlich das entsprechend ändern, sodass man also auch auf die originalen Geschwindigkeiten zurückgreifen kann. Alles im Allen die zurückgekehrte Legende, wunderbar getroffen von Märklin. Und ich sage mal, für Nebenbahnfreunde sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, dieses alte, neue Fahrzeug auf der Anlage zu haben.